Nach gut 5 Monaten Training als Kapitänsanwärterin ist es geschafft. Stefanie Bub startet als frisch gebackene Kapitänin auf der Airbus A320-Familie der Lufthansa in den Liniendienst. Da habe ich 18 Jahre drauf hingearbeitet und das ist schon cool, dass es jetzt endlich losgeht. Zuvor war sie schon als Senior First Officer auf dem Flaggschiff der Lufthansa weltweit im Einsatz. Im Vergleich zu der 80 ist der 320 natürlich schon ein bisschen agiler. Wir haben hier viel bessere Climb Performance. Als Kapitänin wechselt Stefanie Bub nun vom rechten auf den linken Platz im Cockpit. Also das Bedienen des Sidesticks mit der linken Hand, das klappt jetzt auch gut, muss ich sagen. War am Anfang doch ein bisschen holprig, wenn man Rechtshänder ist und 18 Jahre von rechts fliegt. Die letzte Destination des Tages ist Nizza. Leider zeigt sich die Côte d'Azur nicht so ganz von ihrer Schokoladenseite. Das Wetter wird schlechter, ja. Das Traumwetter haben wir verlassen in Oslo und in Frankfurt. In Nizza erwartet uns Regen, eventuell sogar Gewitter später. Die Lufthansa-Basis am Frankfurter Flughafen. Es ist kurz vor 6 am Morgen. Im Briefingzentrum bereiten sich Stefanie Bub und First Officer Daniel Lüttke auf einen 2-tägigen Umlauf vor. Das ist mein erster Umlauf ausgecheckt als 320-Kapitän und das ist natürlich besonders spannend. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, die Ausbildung ist hinter mir. Und ich freue mich natürlich jetzt mal ohne Ausbilder, ohne den Druck, den man doch verspürt in der Ausbildung, mal loszufliegen. Ich freue mich. Letzte Woche habe ich ganz soft angefangen, eine Tagestour geflogen mit 2 Flügen zum Reingewöhnen sozusagen. Und ja, heute ist der erste Flug mit Übernachtung, ja. Die Destinationen des Umlaufs: Oslo, Frankfurt, Nizza und Chișinău in Moldawien. Zunächst geht es Richtung Norden. Wir fliegen jetzt nach Oslo und hier ist die Route quer durch Deutschland, Dänemark hoch über die Ostsee. Wetter ist gut, also wir haben unterwegs beste Bedingungen und ja, auch vor Ort ist es schön, aber kalt, 1 Grad. Aber ja, wunderbar, alles prima. Ist ein guter Einstieg für den ersten Flug sozusagen nach der langen Ausbildung. Ja. Während die Piloten ihre Flugvorbereitungen abschließen, läuft bereits das Briefing der 4-köpfigen Kabinenbesatzung unter der Leitung von Purser Red, Kerstin Krieger. Guten Morgen. Hallo. Platz. So, also Steffi Bub mein Name. Mein Stellvertreter ist der Daniel Lüttke. Technisch ist der Flieger in Ordnung. Wetter unterwegs soll auch gut sein, auch in Oslo. Und mir wäre wichtig, wenn es zu doll wackelt, dass ihr uns bitte eine Rückmeldung gebt und wir keine Anschnallzeichen angemacht haben, dann machen wir die natürlich an, machen entsprechend eine Ansage dazu und schauen, wie wir es mit dem Service weitermachen können. Per Crewbus geht es zu einer Außenposition des Frankfurter Flughafens. Hier wurde die A320 über Nacht geparkt. Vor dem Start Richtung Oslo unter der Flugnummer LH866 haben Cockpit und Kabinenbesatzung noch alle Hände voll zu tun. Rolle unseres Druckers hier im Flugzeug. Normalerweise sind wir relativ papierlos unterwegs, aber solche kleinen Zettel für Wetter, technische Daten brauchen wir immer mal. Die soll eigentlich vom letzten Kollegen nachgefüllt werden, wenn man ein Flieger ist. Passiert aber nicht mehr. Stefanie Bub übernimmt den Outside-Check. Zum Einsatz kommt der Airbus A320 mit dem Kennzeichen Zulu Zulu.
Zuvor war die Pilotin als Senior First Officer auf dem Flaggschiff der Kranich Airline, dem Airbus A380, unterwegs. Jetzt ist alles ein paar Nummern kleiner. Das ist eine grobe Sichtkontrolle, die wir hier machen. Ich schaue die Fahrwerke an, die Triebwerke, ob es irgendwo tropft etc., ob die Bremsen in Ordnung sind. Ja, der große Unterschied, 2 Triebwerke weniger natürlich. Und wir haben hier etwa 35 Meter Spannweite und beim da 80 Meter, also mehr als das Doppelte. Das sind schon ganz andere Dimensionen hier, ja. Aber das Gute ist, ich komme jetzt überall mal ein bisschen besser dran als um da 80, wenn ich mal was anfassen muss. Das war da schon etwas schwieriger, ja. Das sind traumhafte Bedingungen. Das ist toll, ich freue mich total. Ich bin richtig aufgeregt, positiv aufgeregt. Weil da habe ich 18 Jahre drauf hingearbeitet und ja, das ist schon cool, dass es jetzt endlich losgeht. Mit dem Zustand der Maschine ist die Kapitänin zufrieden. Super, alles dran, alles wie es sein muss, sieht prima aus. Heute Morgen fliegt die Crew insgesamt 146 Passagiere nach Oslo. 16 in der Business und 130 in der Economy Class. Ich bin neu hier, wie du weißt. Bitte teile mir deine Erfahrungen, Tipps und Tricks mit. Da würde ich mich sehr freuen, die du aus deiner langjährigen Linienerfahrung hast. Alles klar, wir sind heute auf der Zulu, ein A320 mit Sharklets, neue Triebwerke, um die 5 Jahre alt. Technisch ist der in Ordnung. Wunderbar. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Cockpit, liebe Gäste. Ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Stefanie Bub. Ich bin der Kapitän auf dem heutigen Flug zusammen mit meinem Kollegen, Erster Offizier Herrn Daniel Lüttke, wie ich sehe, jetzt nach Oslo. Also theoretisch können wir hier an der nächsten Intersection, die ist gleich hier vor der Nase rechts, können wir schon starten. Also die Rollzeit ist heute sehr gut, das kommt uns entgegen. Wir haben, sind ein bisschen spät dran, 5 Minuten, ja, aber das holen wir wieder ein mit der kurzen Rollzeit. Machen wir hier so eine ganz langsame Rollaktion. Ja, guck, was die Kollegen davon halten, aber wir sind noch relativ weit weg. 7.20 Uhr. Die A320 ist off Block und rollt zum Start auf die Bahn 07 Center. Gut 1200 Kilometer wird Flug LH866 zwischen Frankfurt und Oslo zurücklegen. Das ist hier Flughafen Oslo. Wir haben 2 parallele Bahnen. Das letzte Mal, als ich in Oslo war, ist mindestens 13 Jahre her. Also da habe ich nicht mehr allzu große Erinnerungen an den Flughafen. Ich musste mir die Karten also entsprechend noch mal vorher gut anschauen. Hier haben wir vor uns Hannover, das ist Bremen, Braunschweig hier rechts ab, also nach mitten über Deutschland. Ja, und hier voraus haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Flugzeuge, die zum Teil über uns sind. Die ist plus 5,4, 5,3, sind 5300 Fuß über uns. Und das hier ist ein Flieger links voraus, der ist 600 Fuß unter uns. Und ja, ist normales Verkehrsaufkommen hier, also alles ganz wie erwartet. Nach knapp 1,5 Stunden hat LH866 den Skagerrak überquert und erreicht Norwegen. Wir sind jetzt hier so in den letzten Zügen, 11.000 Fuß, gute 3.000 Meter sind wir noch über dem Grund. Wir haben jetzt noch eine verbleibende Flugzeit von guten 10, 12 Minuten und
Die Anschaltzeichen sind an und jetzt beginnt für uns die Phase der größten Konzentration unter 10.000 Fuß. Soll man das aufs Nötigste reduzieren, sich nur noch über das unterhalten, was fürs Fliegen relevant ist, um sich auf den Anflug zu konzentrieren. Aber wir haben, wie gesagt, beste Bedingungen heute. Insofern ist das alles relativ entspannt. Dodo Lufthansa 866 established 19 right. Nachdem First Officer Daniel Lüttke die Maschine auf der Bahn des Osloer Flughafens aufgesetzt hat, rollt Stefanie Bub die Maschine zur Parkposition. Daniel ist jetzt nach Oslo geflogen, ich fliege jetzt zurück nach Frankfurt und dann haben wir uns entschieden, dass ich auch noch nach Nizza fliege. Wir haben jetzt getankt für Frankfurt-Oslo und sind hier mit den gesetzlichen Vorgaben plus ein bisschen extra angekommen und haben jetzt für Oslo Frankfurt getankt und da ein bisschen extra, wie gesagt, um schneller zu fliegen. Also wir tanken um den heutigen Tag pro Leck, also wir tanken jetzt nicht durch oder so, dass konnten wir aus gewichtstechnischen Gründen nicht mitnehmen, weil sonst wäre mal zu schwer geworden für die Landung. Auf dem Rückflug nach Frankfurt kümmert sich die Kabinencrew um insgesamt 137 Fluggäste. Boarding completed. The boarding check is done by the pin inserted. May we lift you? The parking brake is set. Confirm seeing pin inserted. That's right. Confirm. Yes, you can lift this up. Oh, you passed us. Jetzt muss man einmal hier auf der Stelle drehen, das ist relativ ungewöhnlich. Normalerweise wird man hier so zurückgepusht. Hier ist er. Genau, die gelbe Linie. Genau. Was ist das da rechts? Ja, 7,9 Tonnen haben wir am Tag, das wollten wir auch haben. Ja, dann nimmt man zweiter Flug als fertiger Kapitän. Schon spannend. Oslo, Frankfurt. Aus Oslo sind wir erstaunlich gut rausgekommen. Wir hatten nur 42 Minuten Bodenzeit ausgenutzt. Das ist ziemlich schnell. Wir kamen
paar Minuten zu spät rein, sind ein paar Minuten zu früh raus. Das ist eher ungewöhnlich. Das hat alles super geklappt. Da haben alle Beteiligten gut mitgespielt. Das war schon mal sehr positiv. Und sind jetzt auch momentaner Stand etwa 10 Minuten früh in Frankfurt. Also das hat alles prima geklappt. Hat einen super Abflug gehabt, direkt über Oslo geflogen. Also das war ja sehr schön. Ja, und jetzt sind wir hier in dem Gebiet, wo Nordsee und Ostsee zusammentreffen. Und haben jetzt Kurs in Richtung Dänemark, geht jetzt über Aalborg. Und ja, sieht alles gut aus, läuft alles nach Plan. An die Steuerung des Flugzeugs vom linken Cockpitsitz aus musste sich die erfahrene Pilotin zunächst gewöhnen. Also das Bedienen des Sidesticks mit der linken Hand, das klappt jetzt auch gut, muss ich sagen. War am Anfang doch ein bisschen holprig, wenn man Rechtshänder ist und 18 Jahre von rechts fliegt. War schon ungewöhnlich, erstmal auf dem linken Sitz und dann mit links zu steuern. Muss sagen, fühle mich aber jetzt echt heimisch hier. Ich glaube aber, mit rechts könnte ich es auch noch. Aber ich denke mal, die Skills, mit der rechten Hand zu fliegen, werden sukzessive weniger. Aber muss ich jetzt auch nicht mehr, darf ich auch gar nicht mehr. Ich habe nur noch eine Einweisung für den linken Sitz und ja, das klappt alles gut. Ja. Auf dem Weg von Oslo nach Frankfurt ist die A320 nun unter der Flugnummer LH859 unterwegs. Die Landung in Frankfurt ist ungefähr in einer Dreiviertelstunde. Wir werden auf der Nordbahn höchstwahrscheinlich landen. Und zwar in östlicher Richtung, weil wir ein bisschen Ostwind haben durch eine Ostwetterlage. Hochdruckgebiet ist es häufiger mal so. Ja, Stefanie bereitet schon alles vor, sortiert sich die Karten. Ich überwache das Ganze und wahrscheinlich geht es dann so in einer Viertelstunde ins Briefing drüber, wo wir uns dann nochmal genauer über den Anflug unterhalten. Und bis dahin gucken wir noch ein bisschen raus und genießen die Aussicht. Stefanie Bub war zuvor als Senior First Officer auf dem Airbus A380, dem Flaggschiff der Lufthansa, im weltweiten Einsatz. Im Vergleich zu der 80 ist der 320 natürlich schon ein bisschen agiler. Wir haben hier viel bessere Climb Performance. Das ist ja klar, der 380 ist unheimlich schwer, hat aber auch sehr starke Triebwerke. Der 380 war schon sehr agil. Also so ein Riesenunterschied ist da in der Tat jetzt in der Luft nicht zu merken. Am Boden ist ein Riesenunterschied. Also ich durfte den 380 ja nicht rollen, aber das war beim 380 eher so die Sache, den Flieger am Boden zu bewegen. Das war challenging. Das Problem haben wir mit dem 320 nicht mehr. Also auch mit dem Landen und so, da kommen wir überall gut runter hier. Das ist kein Problem. Endspurt. Noch knapp 10 Minuten bis zur Landung in Frankfurt. Um 11.42 Uhr setzt Stefanie Bub pünktlich auf der Landebahn 07 links des Frankfurter Flughafens auf. Ja, die Landung war gut. Die war doch ziemlich weich, weicher als ich erwartet hatte. Der Anflug war ein bisschen bockig, Thermik, und hier auf der 07 hat man auch mit den Gebäuden so. Da geht es immer ein bisschen rund, sag ich mal. Da hat man mal ein bisschen zu tun. Durch die Thermik kommt man mal ein bisschen höher, man kommt ein bisschen niedriger. Da muss man natürlich immer hier so ein bisschen am Sidestick, sag ich mal, rühren, in Anführungsstrichen. Und, aber auch nicht zu viel. Also es sind nur kleine Bewegungen, die man da macht. Und auch nicht übersteuern, sonst schaukelt sich der Flieger auf. Das ist so ein bisschen die Kunst. Jetzt haben wir schon für Nizza den Sprit bestellt. Das Wetter dort ist nicht so toll. Aktuell Regen, schlechte Sicht, nur 2 Kilometer. Wir sollten auch durchtanken für die nachkommende Crew.
Insofern haben wir ausreichend Reserven, um da eventuell noch mal eine Warteschleife zu fliegen, falls da Gewitter da ist am Platz. Wir konnten leider nicht alles mitnehmen, sonst wären wir für die Landung zu schwer. Aber wir haben schon ein bisschen was mitgenommen für die Kollegen. Und dann, ja, für uns auf jeden Fall gute Voraussetzungen. Wir waren hier auch pünktlich, das hat alles gut geklappt. Weiter geht's. Jetzt haben wir hier mit dem Hebel das Triebwerk angelassen. Da dreht jetzt die Welle hoch und etwa bei 16% N2, das ist der Wert hier oben, geht die Zündung an. Das ist hier unten die Ignition. Die ist jetzt schon angegangen. Bei 22% wird der Sprit eingespritzt. Das ist auch schon passiert. Hier oben sieht man das Fuel Flow, 360 Kilogramm die Stunde aktuell. Ja, und das ist die Triebwerksauslasttemperatur, 420 Grad aktuell, ja. Und jetzt ist die Zündung ausgegangen und jetzt wird das Triebwerk Nummer 1 gestartet. Engine 1 Start. Und denselben Prozess nochmal genau auf der linken Seite. Wie gesagt, bei 16% kommt gleich die Zündung. Uhr. Unter der Flugnummer LH-1060 rollt Stefanie Bub zur Startbahn 18, allgemein bekannt als Startbahn West. Flugzeit Stunde 40, etwas länger als geplant. Wir haben ziemlich viel Gegenwind. Das heißt, wir sind so etwa 10 Minuten spät, sind ein paar Minuten spät weggekommen in Frankfurt. Das hat alles nicht so geklappt, wie so gut wie in Oslo heute. Ja, wir haben ein bisschen die Speed erhöht aber auch. Und ja, wie man sieht, das Wetter wird schlechter. Ja? Das Traumwetter haben wir verlassen in Oslo und in Frankfurt. In Nizza erwartet uns Regen, eventuell sogar Gewitter später. Leider wird man durch die tiefe Wolkendecke auch nicht viel sehen nachher. Man sieht es ja jetzt schon leider über den Alpen gleich leider auch nichts zu sehen vermutlich. Ja, schade. Ihre Entscheidung, im Cockpit die Seite zu wechseln, hat Stefanie Bub nicht bereut. Also ich muss sagen, es macht echt Spaß. Es ist noch so ein bisschen surreal in der Tat. Vorhin ist es mir fast entglitten, mich als hier spricht der erste Offizier vorzustellen. Da konnte ich gerade noch mal umschwenken auf Kapitän. Ja, so manchmal hat man noch so einen Co-Piloten-Denke im Kopf, weil man war doch mit 18 Jahren Co-Pilotenzeit doch eine Weile da in der Position unterwegs. Aber nee, ist cool, macht Spaß, macht auf jeden Fall Spaß. Läuft super, haben natürlich eine Frühaufsteher-Tour und wir machen einen super Job. Bin zufrieden. Die Côte d'Azur ist in Sicht. Besser als erwartet. Das ist der Flughafen von Cannes. Ja. Noch eine Rechtskurve, dann geht es geradeaus Richtung Nizza. Ja.
Das Wetter ist besser als vorhergesagt und beschert der Cockpit-Crew eine spektakuläre Aussicht auf Cannes. Und Antibes. Minimum 300, 200. Charlie, 100. Charlie, bonjour. 50, 40, 30, 20. Retard. Für Kapitänin Stephanie Bub und ihre Crew ist die Landung in Nizza die letzte des ersten Umlauftages. Nach dem Erreichen der Parkposition ist für heute Dienstschluss. Angekommen. Fertig. Hier steht, stehen hier, ein Kapitän, ein FO, ein Purser, 3FB, End. Feierabend. Cool, hat echt Spaß gemacht. Jetzt auch dieser Anflug hier in Nizza. Habe ich gar nicht so vom Wettervorhersage erwartet, dass doch so gut alles zu sehen war. Und der Anflug ist auch recht außergewöhnlich. Den kriegt man wohl eher selten. Ich meine, meine Erfahrung ist in den letzten 30 Jahren ja nicht hier in Nizza gewesen. Aber auch der Daniel hat gesagt, dass es diesen Anflug eher selten gibt mit dieser tollen Sicht auf Cannes etc. Ja, war beeindruckend. Deswegen habe ich auch einen Autopilot ziemlich lange drin gelassen, um auch selbst noch ein bisschen mehr rausgucken zu können. War schon cool, doch schön. Wir hatten drei schöne Lecks, drei schöne Landungen, waren eigentlich immer pünktlich, haben in Frankfurt ein bisschen gegen die Systeme kämpfen müssen, haben auch das geschafft. Dann als Abschluss quasi Nizza bei schönem, interessantem Wetter, Wolken verhangen, aber die Stadt war frei, in den Bergen noch leicht bewölkt, schön anzusehen, super geflogen, perfekt gelandet. Also, ich könnte es nicht besser machen. Prima. Ja, mega, Daniel, tausend Dank. Hat auch alles gut geklappt. Ja, super. Cool. Nach einer Übernachtung in Nizza fliegt die A320 Crew am frühen Morgen zurück nach Frankfurt. Von dort geht es nach Chișinău in Moldawien und danach direkt wieder zur Homebase in Frankfurt. Dort endet der zweitägige Umlauf.